Über 133 Millionen Tassen Tee trinken die Deutschen. Täglich. Und viele fragen genauer nach als früher. Halten sie wirklich eine gute Tasse Tee in ihren Händen? Die Leute, die den Tee in den Fabriken machen, bekommen so gut wie nichts. Die wachsenden Ansprüche der Tee-Fans fordern mehr Kreativität bei den Herstellern. Wir gehen dann immer noch mal einen Schritt weiter. Das heißt, wir gucken uns an, gibt es das auch in Deutschland? Viele Firmen beweisen, Klimaschutz und Teeproduktion, das geht. Das reduziert meine Produktionskosten um 15%. Tee trinken und Gutes tun, statt Tee trinken und abwarten. Ich wäre wirklich überrascht, wenn Sie 6 oder 7 Kilo ernten würden. Ich glaube, Sie wollen nachher auf ein anderes Feld. Im Westen Georgiens erfinden Christina Mehig und Thomas Katsidi-Junas die Teeproduktion neu. Und sich selbst gleich mit. Bis vor 4 Jahren hatten die Estin und der Litauer mit Landwirtschaft nichts zu tun. 3000 Kilometer von zu Hause entfernt haben die beiden ein neues Leben begonnen. Wenn man nur Blätter von höchster Qualität will, dann muss man mit der Hand pflücken. Es wäre unmöglich, sie mechanisch abzuschneiden. Nur diese beiden obersten Blätter samt Knospe. Eine Maschine würde auch die harten, alten Blätter mit abmähen. In Estland arbeitete Christina Mehig als Marketing-Expertin bei einem Busunternehmen. Jetzt leitet sie eine Teeplantage. Das ist der beste Weg, um mit der Natur in Verbindung zu sein. Im Frühling, wenn man die ersten kleinen Triebe sprießen sieht, das ist wirklich ein unglaublich schönes Gefühl. Tee in Georgien, das hat Geschichte. Zu Sowjetzeiten wurden hier 90% des Tees für den riesigen Vielvölkerstaat produziert. Mit Hilfe von Maschinen und Pestiziden. Doch die Teeproduktion am Fuße des Kaukasusgebirges brach mit dem Kollaps der Sowjetunion vor 30 Jahren zusammen. Dem Wohlstand folgte Armut. Vor ein paar Jahren fiel Christina der georgische Tee wieder ein, den es früher bei ihren Eltern immer gegeben hatte. Und sie fragte sich, warum den kein Mensch mehr trinkt. Wir haben uns das näher angeschaut und herausgefunden, dass die Produktion in Georgien komplett zusammengebrochen ist. So sind wir auf die Idee gekommen. Und dann haben wir uns da richtig reingekniet. Als wir mit den Leuten hier Kontakt aufgenommen haben, hat man uns erst nicht geglaubt. Was? Esten wollen Tee anbauen? Völliger Unsinn. Aber als wir hier ankamen, haben sie gesagt, okay, ihr meint es wohl doch ernst. Christina Mehig und Thomas Katsidi-Junas wagten den Sprung, zusammen mit ein paar FreundInnen. Raus aus ihren Jobs, rein in ein Abenteuer. Ich war ziemlich erfolgreich im Geschäftsleben, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich etwas aufbaue. Immer diese Excel-Tabellen, diese Konferenzen und PowerPoint-Präsentationen und so weiter und so fort. Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich einen Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen würde. Und als ich dann von dieser Idee hier hörte, da wusste ich, das ist es. Entweder jetzt oder nie. Hier an der Grenze zu Asien sind das feuchte subtropische Klima und der saure Boden ideal für Tee. Und leider auch für Unkraut. Das erste Roden der alten Felder dauerte Monate und es hört nie auf. Erst vor 3 Wochen haben sie dieses Feld von Farn gesäubert. Wir haben nie über Unkrautvernichtungsmittel nachgedacht. Die Leute und auch unsere Arbeiter haben ständig zu uns gesagt, seid ihr doof? Tut doch einfach was drauf. Das kriegt doch keiner mit. Es war schon fast ein Running Gag. Aber nein, so geht es nicht. Für uns war das nie eine Option. Damit liegen sie im Trend.
Bei Schwarz- und Grüntee stieg der Bio-Anteil in Deutschland 2020 um knapp 1% auf 12,9. Bei Früchte- und Kräutertee sogar auf 13,5%, ein Plus von 2,5. Emzia Kintsurashvili und die anderen georgischen Teepflückerinnen profitieren von der neuen Bio-Idee. Schon als junge Frauen arbeiteten sie auf den Plantagen. Jahrzehnte später sind sie jetzt wieder Kolleginnen, wie früher. 3,3 Kilo hast du. Super Tee. Die 69-Jährige kommt auf etwa 20 Euro netto pro Schicht, 6 Tage die Woche. Mir gefällt diese Situation sehr. Ich bin Rentnerin und die Rente reicht vorne und hinten nicht. Deshalb bin ich hier draußen und pflücke Tee. Dafür bin ich dankbar. Ich bin sehr zufrieden damit, weil ich durch den Job genug Geld für Brot habe und meine Familie mit ernähren kann. Damit sie ihren Pflückerinnen faire Löhne zahlen können, haben sich die neuen jungen Plantagenbesitzerinnen und Besitzer so einiges einfallen lassen. Tee liegt im Trend, aber bitte ohne schlechtes Gewissen. Die Berliner Aaron Muro, Sven Bock und Leon Franken haben ihr Start-up Karma Kollektiv genannt. Die Botschaft, ihre KundInnen können Gutes bewirken. Im besten Falle ist es eigentlich so, dass man sein Portemonnaie als irgendwie Wahlschein auch sieht. Ja? Dass man halt mit seinem Portemonnaie sagen kann, ich möchte entweder die Firma unterstützen oder halt eben auch gewisse neue Firmen, die etwas anderes Positives bezwecken möchten. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied. Die Jungunternehmer wollen ihr Sortiment erweitern. Die Idee? Erfrischungstees in Pfandflaschen, die so regional und natürlich wie möglich sind. Ich krieg oft gesagt, manche Sachen klappen nicht und das ist auch der Reiz daran. So Sachen, die eigentlich nicht funktionieren, wie zum Beispiel auch das Erfrischungsgetränk, wo immer gesagt, es kann nicht funktionieren ohne Zucker und ohne Konservierungsstoffe. Genauso kann es auch funktionieren und das ist jetzt hier der Ansatz auch, dass man regionale Rohstoffe da rein in die Rezeptur einbaut. Brandenburg liegt nahe für einen Berliner. Und Bio muss natürlich auch sein. So kam Aaron Muro auf Landwirt Jörg Jüster. Der lässt auf 40 Hektar Fenchel wachsen. Eine der Geschmacksrichtungen für Aaron Muros neuen Erfrischungstee. Je nachdem, wie die Witterung das zulässt, kann man den durchaus 3-4 Jahre hintereinander immer wieder ernten. Schmeckt auch gut. Dankeschön. Er kommt seinem Ziel immer näher, regional zu produzieren. Und das ist natürlich schon fast emotionaler Eindruck, weil ich weiß ganz genau, irgendwann haben wir das in den Händen. Schon echt schön. Sein Idealismus ist ansteckend. Wir als Landwirte hier auf einem großen Betrieb, auf dem wir wirtschaften, haben eigentlich relativ wenig Kontakt zu dem letzten Verarbeitungsschritt mit unseren Produkten. Ich finde es toll, dass sich eine junge Firma damit mit Ökoprodukten auseinandersetzt und das irgendwie regional vermarkten möchte. Das ist ja irgendwo auch, das ist ein guter Partner für uns. Das ist was, mit denen wir wirklich gerne zusammenarbeiten möchten. Geerntet werden nur die Körner des Fenchels. Nach 2 Tagen sind sie getrocknet. Dann sind sie reif für den Kräutertee. Ja, genau. Dann kann man das einmal durchgehen. Jawohl, genau. Zumindest im Gegensatz zu dem Ägyptischen noch mal anders aus. Und im Glas, ne, ist es dann auch noch mal wunderschön. 200 Kilo Fenchelsamen wird er heute mitnehmen. Wenn man noch nicht so in diesem Teemarkt ist, dann guckt man sich an, wo kriegt man Fenchel als erstes her. Und das war dann über einen Zwischenhändler aus Ägypten. Dann sind wir an die Farm selber rangetreten, haben von der Farm bezogen, aber es war immer Ägypten. Dann habe ich gemerkt, okay, der wächst ja auch in Brandenburg. Und seitdem ist das Brandenburgischer Fenchel bei uns. An der endgültigen neuen Teerezeptur feilen sie noch. Ein Getränkehersteller ganz in der Nähe hat sich auf das Experiment eingelassen. Fehlversuche gab es bereits, deshalb ist volle Konzentration gefordert. Also, es kann natürlich auch schief gehen, das werden wir dann erst beim Verköstigen merken. Und deswegen ist immer so eine gewisse Grundspannung drin. Und jetzt wird es gleich ein bisschen hektisch, weil dieses Abkochen muss alles stimmen und alles auch mit den Ziehzeiten passen. Schau
In die Teemischung kommen neben Fenchel noch Hibiskus, Krauseminze, Mate, Brombeerblätter und sonst gar nichts. Teesiebe in einer Mosterei, die normalerweise Biosäfte herstellt. Das riecht aber heftig. Das ist Alter Schwede. Ja, ist Hibiskus. Seine Säfte pasteurisiert Achim Fiesinger bei 80 Grad. Nicht genug für Teekräuter, die ihre Inhaltsstoffe erst bei höheren Wassertemperaturen lösen. Ich sag mal, so einen improvisierten Teekessel hat man halt auch nicht alle Tage vor sich stehen. Das sind schon andere Prozesse, wo wir uns auch erstmal reindenken mussten und wo wir auch lernen mussten, wie das Ganze funktioniert. Haben Sie aus Ihren bisherigen Fehlversuchen die richtigen Schlüsse gezogen? Ah, sieht schön aus, ne? Dann hatten wir Risse im Filter, dann hatten wir zum Teil auch falsche Leitungen benutzt und haben sehr, sehr viele Liter leider verloren. Mir blutet ja immer das Herz, wenn ich Sachen wegschütten muss. Schmeckt die neue Rezeptur denn auch? Der Erfrischungstee soll möglichst bald über die Ladentheke gehen. Für 1,79 Euro. Sehr, sehr schön. Und Prost. Prost. Also leichte Säure sozusagen zum Erfrischen, total gut geeignet. Und die Farbe ist klasse. Ja, mal zufrieden sein. Ja. Chapeau. Die Teebeutelreste aus der Mosterei landen auf dem Kompost. Dünger für die nächsten Teekräuter und das nächste Experiment. Das kommt bestimmt. Eines der bekanntesten Teeanbaugebiete der Welt ist Assam. Aber mit einem miesen Image. Niedrigstlöhne und Raubbau an der Natur sind untrennbar mit diesem Namen verbunden. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Ketan Patel besitzt den Jalinga Tea Estate in dritter Generation. 800 Tonnen Tee produziert er jährlich. Er besitzt die größte Bio-Tee-Plantage Indiens. Ich bin einen sehr spannenden Weg gegangen, denn ich war viel im Ausland. Ich bin gereist, habe an Messen teilgenommen, mich mit Kunden ausgetauscht und mich mit Nachhaltigkeitszertifizierungen beschäftigt. Ich war immer motiviert und habe aus all dem gelernt. Jetzt bin ich zurück und habe das in Jalinga umgesetzt. Indien ist nach China das zweitgrößte Teeanbauland der Welt. Ein Riesenpotenzial. Plantagenbesitzer Patel will sich auf dem Erreichten nicht ausruhen. Seine ehrgeizige Vision? Die Plantage soll CO2-neutral werden. Größter Klimakiller? Die Steinkohle, die traditionell zum Trocknen der Teeblätter eingesetzt wird. Und dann sind da noch die Erntereste, die beim unkontrollierten Verrotten klimaschädliches Methan freisetzen. Das ist Biomasse, die wir zu unserem Vorteil nutzen können, um Energie zu erzeugen. Sei es in Form von Brennpellets oder auch durch Kompostierung, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Wir haben immer darauf geachtet, autark zu sein und alles, was wir auf der Farm haben, wiederzuverwerten. Eine Tonne Pellets produzieren sie täglich. Genug, um einen Großteil der Steinkohle zu ersetzen. Bald soll die gar nicht mehr gebraucht werden. Bis zu 2300 Tonnen CO2 jährlich könnten so künftig eingespart werden. Du siehst, der Output ist langsam. Er muss deutlich schneller werden. Und das Material ist auch sehr weich. Das heißt, es enthält viel Feuchtigkeit. Es muss also stabiler werden, damit es nicht so leicht bricht. Bioenergie statt Abfall. Nur eine von vielen Ideen, mit denen Ketan Patel seinen Jalinga Tea Estate in Richtung Klimaneutralität steuert. Erstens ist diese grüne Alternative umweltfreundlich und zweitens reduziert sie meine Produktionskosten um 15%. Das ist eine Win-Win-Situation für die Branche und die Umwelt. Und damit die noch mehr entlastet wird, will er den CO2-Ausstoß seines Teegartens um weitere 1000 Tonnen pro Jahr senken. Teepflückerin Shankari Gola lebt mit ihrer Familie auf der Plantage. Bisher hat sie auf offenem Feuer gekocht. Doch das ist schlecht fürs Klima. Und für die Menschen. 1500 Familien macht der Plantagenbesitzer daher ein kleines Geschenk mit großer Wirkung.
Das hier ist für Sie zum Kochen. Dieser effiziente Holzvergaserofen qualmt nicht und er ist gut für Ihre Gesundheit. Ich denke, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Die Branche muss noch viel mehr tun. Wenn wir uns aber zum Ziel setzen, auf einen Wandel, auf eine umweltfreundliche Produktion hinzuwirken, dann wird sich der Wert all dessen schon zeigen. Es ist keine schwierige Aufgabe. Man muss sich einfach nur dafür entscheiden. Klimaschutz im Kleinen. Doch die Masse macht's. Trotz neuer Sprache und fremder Schrift ist Georgien schnell zur neuen Heimat für Christina Mehik geworden. Die Estin hat neue Ideen und Emzir Kintsurashvili alte Geschichten. Aus der Zeit, als Georgien noch zur Sowjetunion gehörte. Damals war Tee sehr wichtig. Er duftete so gut. Tee wurde ins Ausland exportiert. Wir bekamen Prämien, wir hatten gute Arbeitsbedingungen. Wer auf den Teeplantagen arbeitete, war finanziell abgesichert. Glückliche Zeiten für Emzir Kintsurashvili. Über 30 Jahre ist das jetzt her. Als die Sowjetunion zerfiel, hatten wir kein Einkommen mehr. Die Plantagen verwilderten. Weil unser Einkommen nicht mehr ausreichte, ging mein Sohn ins Ausland. Nur dank seiner finanziellen Unterstützung sind wir über die Runden gekommen. Die kleine Teefabrik zahlt während der 5 Monate Erntezeit überdurchschnittliche Löhne. Das sichert den Lebensunterhalt ihrer Mitarbeitenden auch für den Rest des Jahres. Einer der besten Tage bisher. Im ersten Jahr ernteten sie 10 Kilo. Jetzt im 4. Jahr rechnen sie mit 2 Tonnen. Der Este Hannes Sarpu ächzt vor Arbeit. Doch Maschinen zum Trocknen der Blätter sind ihm zu umweltschädlich. Die großen Teefabriken machen das natürlich mit großen Luftventilatoren, manchmal auch mit Hitze. Bei uns dauert es je nach Wetter 15 bis 20 Stunden. Die großen Teefabriken schaffen das in 2 bis 3 Stunden und dann ist das Teeblatt fertig zur Weiterverarbeitung. Grüner, schwarzer und weißer Tee werden aus der gleichen Pflanze hergestellt, der Camellia sinensis. Nur die Verarbeitung ist unterschiedlich. In ihrer Manufaktur machen sie alles selbst. Vom Trocknen und Rollen der Blätter bis zum Verpacken und Verschicken des Tees. So bleibt das Geld auf der Farm. Es riecht gut. Ja, besonders am Anfang. Ab 6 Euro berechnen sie für 50 Gramm Tee. Ethisches Produzieren hat seinen Preis. Als wir uns angeguckt haben, wie die Teeindustrie funktioniert, sahen wir, dass die Menschen, die den Tee eigentlich produzieren, so gut wie nichts verdienen. Und das muss sich ändern. Der Tee aus Massenproduktion wird auf dem Weltmarkt für $3 bis $4 pro Kilo verkauft. Das kostet uns allein das Pflücken der Blätter. Gut 86% des Verkaufspreises in Deutschland bleiben bei Supermärkten und Teeherstellern hängen. Nur 1,4% bekommen die Arbeiterinnen und Arbeiter, zum Beispiel im indischen Assam. So eine Oxfam-Studie. Solche Zustände wollten sie auf ihrer Plantage in Georgien gewiss nicht. Deshalb haben sie sich ein ganz eigenes Geschäftsmodell ausgedacht. Im bayerischen Bruckberg führt Cordula Müller ihre KursteilnehmerInnen auf eine ganz besondere Wiese. Also ihr habt jetzt hier eine wahnsinnig tolle Wiese, die nicht gedüngt ist und auch nicht gespritzt. Und das ist ein idealer Ort, um Kräuter zu sammeln und Teekräuter. 20 Jahre in einem Bürojob waren genug. Cordula Müller ließ sich zur Kräuterexpertin umschulen, um die Kraft der Natur wieder mehr zu spüren.
Mit dem neuen Wissen hat sie ein Einkommen gefunden. Kräuterteekurse. Es gibt Blätter, Blüten, man kann Wurzeln zum Beispiel zu Tee verarbeiten. Früchte im Herbst, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Und es ist wirklich vom Frühjahr bis zum Herbst, also bis in den Winter rein, kann ich Teekräuter sammeln und trocknen. Das Motto ihrer Kräuterwanderungen heißt, von der Wiese in die Tasse. Wie mit wenig Aufwand zu großem Teegenuss kommen. Das ist jetzt haben wir da einen wunderschönen Spitzwegerich, der da vor uns ist. Also der Spitzwegerich ist in erster Linie mal eine ganz tolle Hustenpflanze. Man sieht nur, was man weiß, heißt es. Und genau das lehrt der Kurs, wertvolle Kräuter zu erkennen. Den habe ich zu Hause im Garten und habe ihn immer rausgestochen, weil das eben ein Unkraut ist und nicht schön im Rasen ausschaut. Und einfach die Natur wieder mehr zu sich holen und etwas draus machen. Also nicht gleich alles Unkraut weg damit, sondern einfach das mit anderen Augen sehen. Ja, das ist mir wichtig auch. Genau. Teekräuter vor der Haustür. Günstig und dazu noch klimafreundlich. Es fallen Transportwege und Verpackungen weg. Und das ist für mich für die Zukunft einfach etwas, was uns einfach bewusst werden muss, dass wir nicht endlos Ressourcen haben. Den eigenen, wenn auch noch so kleinen Beitrag leisten. Martin Nehmer ist dabei. Einfach mal einen Teil des Gartens stehen lassen, so eine wilde Ecke. Man hat selbst was davon, tollen Tee, wo ich mir einfach holen kann. Die Insekten, die Natur hat was davon. Es ist noch mit weniger Arbeit als vorher verbunden, also eigentlich nur zu empfehlen. Allein auf diesem Feld finden Sie 16 Kräuter. Manche davon sind giftig und dürfen nicht verwechselt werden. Andere fürchten Menschen ihr Leben lang, ganz ohne Grund. Ja, und jetzt kommen wir zur Brennnessel. Dann nehme ich praktisch da die Finger zwischen rein, zupft es ab und aua. Es brennt mich nicht. Nein. Also vitamintechnisch ist sie wirklich ein Superfood. Ja, zum Beispiel 5-mal mehr Vitamine als Kopfsalat. Also 25-mal mehr sogar. Also sie ist eine super tolle Einschleuserpflanze. Also es ist das Vitamin und das Eisen in Kombination wird vom Körper super gut aufgenommen. Und und sie schmeckt ja gar nicht mal so übel. Also so ein Brennnesseltee ist schon sehr, sehr lecker. Schmeckt so ein bisschen nach Gurke. Für solche Wiesen gilt die Handstrauß-Regel. Für den Eigengebrauch soll eine Handvoll von jedem Kraut reichen. Das schützt die Wiesen und damit die Insekten. Und für den Tee reicht das allemal. Bei dem zählt mehr die Mischung als die Menge. So, und zum Schluss die Brennnessel. Wenn man jetzt im Herbst wirklich Wurzeln sammelt, wenn man Rinde sammelt oder Früchte sammelt zum Beispiel, die haben natürlich ein bisschen eine längere Ziehzeit im Tee, dann würde ich die Blätter mit reingeben und am Ende die Blüten. Vor einer Stunde noch auf der Wiese, jetzt in der Tasse. Überzeugt der Tee? Auch hier gilt, Geschmäcker sind verschieden. Einfach sehr mild und es schmeckt echt gut. Also, ich habe gedacht, dass es etwas bitter wäre, weil wir haben ja Brennnessel drin, aber gar nicht. So leichte, bittere Note finde ich schon auch mit dabei. Weißt nicht? Also. Über den Winter trocknet Cordula Müller 30 Teekräuter. Außer Kamille. Die gibt es nicht auf der Wiese. Ansonsten sehe ich jetzt auf dem Tisch kein Kraut, das ich jetzt irgendwie noch kaufen müsste. Also die wachsen bei mir alle im Wald, auf der Wiese oder bei mir im Garten. Nachhaltiger könnte Teegenuss kaum sein.
Im indischen Assam probieren die Familien der TeepflückerInnen die neuen klimafreundlichen Holzvergaseröfen aus. 4000 hat Plantagenchef Ketan Patel verteilt. Bewährt sich in der Praxis, was der ideenreiche Plantagenbesitzer sich erhofft? Schwester, kochst du gerne mit diesem Herd? Dieser Herd ist besser als der vorherige. Er braucht weniger Holz zum Kochen und kocht schneller. Für diesen Herd brauchen wir 4 Kilo Holz. Früher brauchten wir 10. Du kochst 2 Mahlzeiten am Tag? Ja. Es kommt kein Rauch heraus? Nein, das ist sehr gut. Das spart CO2. Und selbst für das verkohlte Holz, das übrig bleibt, hatte der Plantagenbesitzer noch eine Idee. Die Familien können es an die Plantage verkaufen. Dort wird die Holzkohle zum Trocknen der Teeblätter eingesetzt, statt der deutlich klimaschädlicheren Steinkohle. Dein Sack wiegt 25 Kilogramm. Du bekommst 100 Rupien. Dieser neue Kochherd hilft uns, etwas Geld dazu zu verdienen, indem wir die Kohlereste an die Teeplantage verkaufen. Meine Familie profitiert von diesem zusätzlichen Einkommen. Der Ofen erzeugt weniger Rauch, sodass die Wände nicht schwarz werden. Ketan Patels Ideenreichtum, um CO2 einzusparen, kennt kaum Grenzen. Schon wird auf der Plantage das nächste Projekt vorbereitet. Gefördert von der deutschen Klimaorganisation Atmosphäre. 4 unterschiedliche Kompostmischungen werden mit Pflanzenkohle angereichert. Welches Gemisch ist der beste Dünger? Eine Ertragssteigerung beim Teeanbau von bis zu 30%. Darauf hofft Projektmanager Somesh Dutta. Wir werden vergleichen, wie sich der Boden entwickelt. In Bezug auf das Wasserhaltevermögen, die Bodenporosität und den pH-Wert. Wir werden sehen, welches Testfeld ein besseres Ergebnis liefert. Das große Ziel? Auf der Farm darf nur verbraucht werden, was sie auch selbst produziert. Für Plantagenbesitzer Ketan Patel eine Frage des Überlebens. Nur so ist ökologischer Anbau wettbewerbsfähig und hat eine Zukunftsperspektive, was Klima und Umwelt angeht. Tausende von Teeplantagen gibt es in Indien. Klimavisionäre wie Ketan Patel haben viel Überzeugungsarbeit vor sich. In ihrer Wahlheimat Georgien haben sich die baltischen TeefarmerInnen ein ungewöhnliches Geschäftsmodell ausgedacht. Sie verkaufen Parzellen ihres Landes im Internet. 169 virtuelle Käufer und Käuferinnen aus 21 Ländern gibt es schon. Die Nachfrage ist riesig. Sie müssen immer neue Teile ihrer ehemaligen Sowjetplantage roden. Nice tea is Die Leute kaufen ein kleines Stückchen Land, aber sie werden damit nicht wirklich Eigentümer, sondern sie bekommen 25 Jahre lang die Hälfte des Tees, den wir auf ihrer Parzelle ernten. Wenn das zum Beispiel 20 Kilogramm sind, bekommt der Besitzer am Ende der Saison 10 Kilo Tee von uns. Kundenbindung übers Internet mit persönlichem Namensschild, mitten in Georgien. Renegade haben Christina Mehig und die anderen ihre Farm genannt. Übersetzt, die Abtrünnigen, die es anders machen. Wir hoffen, dass sich die Leute mit ihren eigenen Teebüschen als Teil des Ganzen fühlen und der Natur näher. Sie sollen die persönliche Erfahrung machen, wer eigentlich ihre Teeproduzenten sind. Der Deutsche Philipp Binek arbeitet in Kutaisi für eine humanitäre Stiftung. Er hat seinen Eltern einen Teebusch geschenkt. Den will er sich einmal anschauen. Ah, da stehen ihre Namen. Ah, that's cool.
75 Euro kostet die Patenschaft für den Busch. Dafür bekommt er jedes Jahr drei verschiedene Packungen Tee. Eine Spende für eine coole Idee, für ein menschlicheres Wirtschaftssystem. Zu einem gewissen Grad könnten wir es halt alle machen. Also irgendwie das Lokale, vielleicht mal aus der Stadt rauskommen. Und es gibt ja auch viele Angebote, auch in Deutschland, weltweit, um da einfach so ein mehr auch zu verstehen, was für eine Arbeit dahinter steckt. Und dass halt nicht irgendwie nur der Beutel ist. Und den trinkt man halt schnell, aber den schmeißt man auch schnell wieder weg. Aber vielleicht auch bei so einem, ja, wenn man sieht, es ist das Teeblatt, es ist viel Arbeit dahinter, wer das auch gemacht hat, genießt man es vielleicht mehr oder man ist auch weniger verschwenderisch. Viele Menschen unterstützen diesen Idealismus. Denn am Beispiel der Renegade Farm können sie hinter die Kulissen des Tee-Business schauen und sehen, wie schwer es ist, sich gegen Billigkonkurrenz zu behaupten. Das stellt sicher, dass wir unsere Mitarbeitenden normal bezahlen können, weil wir die Zwischenhändler rausschmeißen, die normalerweise das Geld einstecken. Ich hoffe, dass sich dieses System nicht nur beim Tee, sondern bei allen Lebensmitteln verbreiten wird. Klar, die Produkte sind teurer, aber ich hoffe, dass die Leute vielleicht generell weniger konsumieren, dafür aber nachhaltige Produkte von hoher Qualität. Es gibt viel, was man für eine gute Tasse Tee tun kann.